Also, Watashiwa Sayadesu. Anata wa Nansaidesuka? Hatten wir gerade. Watashiwa Karakimasta. Und Watashiwa Sayadesu. Anata wa Doko no Shoshindesuka? Shoshiwa Dodeska. Ich versuche sowas eigentlich immer ganz gerne mit Vokabeln. Also mit, nicht mit Vokabeln, mit Satzzerlegung. Wie hatten das, oder waren das Vokabeln? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo man so diese Striche unter die macht und quasi ein Wort aufteilt in verschiedene. Totomo Kanashi heißt auf jeden Fall traurig. So, machen wir mal weiter. Sora wa Supashi. Sore wa Suwatashi. Nee, Warashi. Marco, wenn du schon klugscheißen willst, dann du bitte der Ski richtig schreiben. Sore wa Suwatashi. Sore wa Saranendes. Hört sich irgendwie eher mexikanisch an. Anata wa Doko no Shoshindeska. Okay, das ist für mich jetzt genau das Zeichen aufzuhören, weil ich jetzt nur noch Fehler gemacht habe am Ende. Und es zeigt mir, dass ich jetzt nur noch Scheiße labe. Auch weil ich gerne mal nach Japan reisen würde. Vielleicht sogar im nächsten Jahr natürlich dann mit euch. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da hinfahre. Es kommt darauf an, wie weit ich da bin und ob überhaupt jemand mitkommen würde. Ich hätte da eigentlich zu gerne mal Lust, mit ein paar YouTubern im Frühling wirklich mal zu fliegen. Einfach, weil im Frühling da ja die Kirschblüten sind und das würde ich zu gerne mal sehen. Also das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich auch mal nach Japan möchte. Ja, natürlich. Und wovon träumst du bitte nachts, du Spacken? Du hast ja wohl den Arsch offen, Alter. Ich glaube, du spinnst da wegen. Du hast doch, glaube ich, keine Ahnung, Alter. Und selbst wenn, ich will sowieso mal schauen, ob es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, vielleicht mit meinem Netzwerk da irgendwie was auf die Beine zu stellen.